1994. Nintendo presents Metroid 3. Oder auch genannt Super Metroid. Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Mein Name ist Olli und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem brandneuen Projekt, nämlich Let's Play Super Metroid. Oh wow, dieses Spiel. Freunde, ich warte persönlich da sehr, sehr lange schon drauf, dieses Spiel zu spielen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen und da zum ersten Mal hier dazu zuschalten bei uns bei den Aufregers, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die ganze Metroid-Reihe durchzuspielen. Und zwar wirklich die ganze. Wir machen das Ganze chronologisch. Und wer sich mit der Metroid-Chronologie-Story ein bisschen auskennt, weiß, dass dieser Teil wirklich ein bisschen spät kommt. Wir haben in den letzten 4 Jahren, 2012 haben wir angefangen, Metroid 1 auf der NES, Metroid Zero Mission, die Prime-Trilogie, Prime Hunters, Metroid Prime Pinball und zuletzt mit Benny zusammen, aka Mr. Dragonkiller, Metroid 2, Return of Samus. Ich will eigentlich gar nicht viel von der Story und so weiter sagen, weil wir werden jetzt gleich mit der Cutscene eingeleitet, so viel weiß ich. Ansonsten ist dieses Spiel blind. Ich habe es zuletzt gespielt, da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt, habe es mir damals original auf dem Super Nintendo von einem Kumpel ausgeliehen, für ein paar Wochen vielleicht, und ich bin echt nicht weit gekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass es kein Problem für euch ist, dass ich dieses Projekt als blind betitel, weil ich weiß nichts mehr. Nichts. Und ich habe mir auch die ganzen Jahre über, die ganzen Let's Plays, bei all den tollen Let's Playern, die ich so schaue oder geschaut habe, einfach nicht angeschaut, weil ich es mir blind halten wollte. Denn Freunde, ihr müsst verstehen, das ist erstmal nicht nur der, also es sagen viele, es sei der beste Metroid-Titel überhaupt oder zumindest mal einer der besten. Und viele sagen auch, das sei eins der Top-Super Nintendo-Spiele. Und ich meine, wir reden von Super Nintendo, ja? Super Nintendo war maßgeblich. Das war der Shit, ja? Ich meine, was hatten wir denn da alles da drauf, ne? Mega Man X, Link to the Past, die ersten Mario Kart, Super Mario World 1 und 2 mit Yoshi's Island. Also, wir hatten Donkey Kong 1 bis 3, also Donkey Kong Country meine ich natürlich. Wir hatten mega Spiele darauf. Und mit diesen glorreichen Spielen kann dieses Game sich nicht nur messen, sondern es übertrifft es, anscheinend, sagen viele. Und jetzt mal ohne viel Rumgebabbel, ja. Drücken wir mal auf A. Machen natürlich Samus A. German Text, French Text. Controller Setting Mode, Special Setting Mode, nö, machen wir alles nicht. Jungs, ich warte seit 4 Jahren, dieses Spiel zu spielen. Seit 4 verfickten Jahren. Oh Mann. Ich werde dieses Spiel genießen übrigens. Ich werde alles erforschen, wie ich Bock habe. Ich verspreche nicht, dass ich 100% mache. Ich verspreche auch nicht, dass ich das jetzt wirklich schnell durchmache, sondern ich werde es einfach genießen. Dankeschön. The last Metroid is in captivity. The galaxy. Ja, das ist doch schön. Denke ich. Ach stimmt, genau, da sind ja die deutschen Texte ein bisschen anders als die englischen, also beziehungsweise sehr viel kürzer. Also ich habe zuerst die Masters auf Planeten Zebes bekämpft. It was there was avoid the plans of the space. Damit habe ich die Pläne von Mother Brain durchkreuzt, von dem Piratenanführer. To use the creatures to attack Galactic Civilization, genau. Also sie wollten die Weltraumpiraten im ersten Teil, wollten ja die Metroids züchten, damit sie damit Krieg führen können. Ja, ungefähr so lässig habe ich das damals übrigens auch gemacht. Als nächstes musste ich die Metroids auf ihrem... Was lese ich denn jetzt, Englisch oder Deutsch? Ich mach mal beim Englischen. I next fought the Metroids on their homeworld. Also erst habe ich, genau, das war jetzt der letzte Teil, Metroid 2. Da habe ich, war ich auf SC388. Und habe ich die letzten, praktisch die ganzen Metroids eben ausgelöscht. Which after
Hatching followed me like a confused child. Ah ja, genau. Und das letzte Metroid hat mir dann wie ein kleines Kind gefolgt. Mann, ey, wäre die Grafik da so gut gewesen. Oh, das war so toll. Das war so toll. To the Galaxy Research Station. Okay. Genau, das letzte Metroid hat sie dann also zur Forschungsstation gebracht, Ceres. Und die Wissenschaftler haben es dann untersucht. Ne? Dankeschön, Samus. War geil. The Tensor's findings were... Okay. Ach Gott, das ist wieder so Alien. Da haben nämlich die Wissenschaftler gedacht, dass das eine Energie... genau, hier, eine Energiequelle sein könnte. Die Metroids, die saugen ja Bioenergie aus einem aus, damit bringen sie einen nur um. Ob sie das jetzt absichtlich macht oder nicht, naja. Aber auf jeden Fall kann diese Energie anscheinend gespeichert werden. Und wiederverwendet werden. Okay. Satisfied that all was well, I left the station to seek a new bounty to hunt. But I had hardly gone beyond the asteroid belt when I picked up a distress signal. Okay, also gerade, sie wollte dann einfach von dannen fliegen, dachte so, ja gut, mein Job ist getan, wir machen jetzt mal eine neue Jagd und gerade als sie die Asteroiden durchflogen hat, hat sie ein Signal bekommen. Ceres wurde angegriffen. Oh yeah. Puh. Oh, super. Jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich richtig. Aber was hat sie denn jetzt angegriffen? So, wir steuern Samus, alles klar. Wir sind im Spiel. Gut, also ich kann mich ducken. Ich kann hier springen. Und da oben schieße ich. Okay, also auf Super Nintendo müsste das X sein, glaube ich, genau. Da schieße ich jetzt. Gut, kann ich noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas? Ah, hier kann ich locken. Okay, auf L und R-Tasten kann ich also schräg nach oben oder schräg nach unten schießen. Das ist bestimmt manchmal praktisch, okay. Ganz schön verlassen hier. Okay. Oh Mann, Leute, echt, ey. Wie schön sieht das denn hier aus? Das ist wirklich geil. Trotz, dass es hier gerade so dunkel und bedrohlich ist, finde ich gerade irgendwie alles schön. Oh. Alter, ist das Blut da unten? Wow. Ich meine, hey, wir reden hier von Nintendo, ja, nicht von... Okay, wobei Mortal Kombat... Nee, Mortal Kombat war, glaube ich, sogar die einzige Version, wo es kein Blut gab. Auf der Super Nintendo. Deswegen, also... Wenn das jetzt wirklich Blut war. Oh Mann. Hä? Baby betreut. Hallo. Ja, ich bin da. Ich bin noch da. Ich bin da. Ich bin da, mein Süßes. Ich bin doch da. Was? Was? Ridley. Ja. Jetzt schon? Okay. Ich hab doch gar nichts. Wow. Hey, gib mal wieder meinem Baby-Metroid hier. Du hast sie halt so angegriffen hier, du alter Ganove. Oh Mann. Ja. Sag mal, kann ich den überhaupt besiegen? Wo ist er hin? Was? Okay. Self-Destruction. Ey, nee. Was? In einer Minute hier raus. Okay. Dürfte zu schaffen sein, oder? Boah, ey. Dum 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 dum. Aber wer hat denn das jetzt aktiviert? Der so im Flug oder was? Oder irgendeiner von den Wissenschaftlern vielleicht? Die wollen nicht, dass das Metroid entkommt. Oh mein Gott. Dass es hier gleich so abgeht, gleich am Anfang. Oh mein Gott. Mach bitte Schaden. Nein. Dum 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 dum. Oh mein Gott, ganz schnell hier raus. Ah, was, der Traum? Oh Gott, der Raum bewegt sich. Oh Gott, ist das krass.
Oh Gott, damit komme ich gerade gar nicht klar. Oh. Hallo, 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 hallo. Okay, geschafft. Ja, okay, easy. War in Ordnung. Oh Mann, dieses Super Nintendo Sounds, diese Grafik. Ich liebe es, Leute. Das ist Kindheit. Das ist wirklich Kindheit. Das ist wirklich Kindheit. Und jetzt kommen wir auf Zebes. Es ist 4 Jahre her, Freunde, dass ich diesen Planeten in einem Spiel betreten habe. 4 verfickte Jahre. Das ist krass, ne? 4 Jahre Aufjährigers Geschichte. Es ist kein Jahr vergangen, dass ich den Channel angefangen habe mit meinen Jungs und dass ich Metroid angefangen habe. Nach so langer Zeit sind wir immer noch nicht durch. Aber wir haben uns auch wirklich Zeit gelassen, muss man noch dazu sagen. Okay. Schlechtes Wetter heute. Wir stellen uns mal hier drunter, dass wir nicht nass werden. nein. Okay. Nach rechts geht's anscheinend nicht, nö. Wow. Boah, die Atmosphäre ist ja mega. Halt mal dein Maul. Wie gut ist das denn hier? Okay. Gucken wir mal weiter. Ah, das sind die blauen Türen wieder. Alles klar. Maßgeblich natürlich. Das heißt, ja klar, Zebes war ja von Shuzu bevölkert, nicht wahr? Also von den unheimlich intelligenten Volk, was uns auch unseren Anzug gegeben hat damals, von dem wir aufgezogen wurden, nachdem Ridley die alte Sau mit seinen Weltraumpiraten unsere ganze Menschenkolonie. Ich hoffe, das war richtig. Ja, okay, das sieht nach Morphball aus da oben. Das ist eine rote Tür rechts. Da brauchen wir Missiles. Hier brauchen wir auch einen Morphball. Okay. Dann geht's weiter nach unten. Was sind das für kleine Partikelchen da? Noch keine Gegner gesichtet. Boah, ey. Geile Scheiße, Mann. Guckt euch dieses Let's Play wirklich mal mit Kopfhörern an. Mit guten Kopfhörern, bitte. Nicht mit so LTU-Flugzeugdingern. Diese Sounds sind einfach nur das Allergeilste. Du, der Olli? Fragezeichen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, wenn man einfach... Also, wir haben das so während unserer Let's Play-Karriere so getauft, wenn ich einfach nur runterspringe und nicht weiß, wo ich drauf lande, ist du, der Olli. Das habe ich nämlich irgendwie... Manchmal absichtlicherweise, manchmal unabsichtlicherweise... gemacht. Halt mal. Ich weiß, wo wir sind. Ich kann nicht zurück. Das eben war der Raum, wo man ganz am Schluss vom ersten Teil wieder nach oben abhaut. Und damit das Spiel beendet. Hier war Mother Brain, genau. Von hier aus haben wir die bekämpft. Hier waren diese scheiß Säulen, die immer nachgewachsen sind mit den Missiles. Und hier waren überall diese Spaghettis geflogen. Genau, richtig. Das heißt, wir betreten jetzt praktisch Zebes rückwärts. Durch den Hintereingang, kann man sagen. Denn wir mögen es durch den Hintereingang. Warte mal, aber das stimmt jetzt nicht. Moment mal, das stimmt aber nicht ganz. Nee, ab hier stimmt es nicht mehr ganz. Da wurde ein bisschen was umgebaut, von wem auch immer, weil... Hier oben, da ging es glaube ich nach oben und da waren überall Metroids. Naja. Turian in der Art gibt es anscheinend dann nicht mehr. Weil es soll ja anscheinend wirklich so sein, dass, ja, dass praktisch das wieder der Planet ist, auch mit ähnlichem Aufbau, auch mit ähnlichen Gebieten. Nur ein bisschen mehr. Und hier sehe ich nämlich gerade, das ist nämlich genau der Ort, bei dem das Spiel damals begonnen hat. Von der Location stimmt's sogar, glaube ich. Hoppla. Und genau hier müsste dann links der Morphball sein, genau. Geil. Finde ich super. Finde ich super, ohne Scheiß. Jungs, ohne Witz, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr... Was ist das? Überwachungskamera? Kommt jetzt wer? Zerstören kann ich dich nicht. Okay, du machst anscheinend nicht viel. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt die Fortsetzung eines Spiels, was ihr wirklich sehr gemocht habt. 4 Jahre, nachdem ihr es gespielt habt. Und ihr erkennt einfach so viel wieder, weil es einfach derselbe Ort ist. Es ist derselbe Ort, derselbe Planet.
Genau richtig. Und hier geht's runter zu Great Slayer. Nur war dann der Eingang dafür unten rechts. Jetzt hier wäre es eigentlich weitergegangen. Und die Tür, war die vorher da? Weiß nicht mehr. Aber unser erstes Item. Ah, Missiles, nice. Da, 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 da. Klasse. Ganz ehrlich, Mann, das ist nämlich das Coole, auch sehr cool gemacht. Es ist alles sehr dunkel, sehr düster, sehr bedrohlich. Aber man hat einfach diese kleinen Erfolgserlebnisse, die so schön farbig untermalt werden. So, jetzt habe ich gleich geguckt, wie ich die aktiviere. Warte mal, mit Select, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Mit völlig geschossen, okay. So. Was gibt es hier denn noch zu entdecken, liebe Freunde? Schon wieder so einer. Warte mal, gab es hier oben... War das nicht im ersten Teil auch? Ey, ohne Scheiß, war das nicht im ersten Teil auch so? Und da wusste ich nicht... Tatsächlich! Krieg ich den? Den krieg ich. Komm, das geht. Das geht. Komm, verarsch mich dich. Verarsch mich dich, den krieg ich. Komm. Das war im ersten Teil auch. Genau da war einer. Ich weiß es doch noch. Alter, hab ich ein Gedächtnis. Normalerweise eigentlich gar nicht so arg, aber... Willst du mich jetzt echt verarschen? Wegen einem... Kann ich damit nicht höher springen, wenn ich diesen Sidejump mache? Ich will den haben. Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen rumprobiere, ne? Aber das ist ein Energietank, Jungs. Der ist wichtig. Okay, gut. Ich glaube, ich kriege ihn noch nicht. Schade. Aber ein paar Business. Immerhin. Genau. Und, hier... Ich krieg den wirklich nicht? Es sieht wirklich so aus, als ob man den kriegen würde, oder? Einmal... Komm. Entschuldigung, Leute, aber... Ich... Nee, das kann nicht so gewollt sein, dass man da so rumspielen muss. Also, wir schreiben Super Nintendo-Zeitalter. Ich glaube nicht, dass... nee. Da brauche ich noch irgendwas für. Aber wir merken es uns. Wir merken es uns auf jeden Fall. Also, eigentlich wäre es da jetzt rechts bei dem Raum, wo wir gerade waren, wäre es eigentlich nach Brinstar weitergegangen. Ich muss vor allem mal drauf achten. Wir nehmen ja auch schon eine Zeit lang auf, aber wir haben ja noch gar nicht viel gesehen. Ne? So, ich gehe jetzt mal zurück, weil da waren ja noch ein paar, ein, zwei Türen. Weil das sah ja gerade wie eine Sackgasse aus. Gucken wir mal. Das war eigentlich immer ein Anzeichen für ein Item. Was im nächsten Raum ist. Krieg ich jetzt ein Item? Oh mein Gott! Das sind Space Pirates, schätze ich mal. Und die sind mit einem Hit tot. Angenehm. Ah! Krass! Alter, sehen die detailliert aus. Das sind wieder so Heuschreckenartige. Wow. Musik. Peng, peng. Und warum explodiert ihr so krass, wenn die sterben? Okay, die haben eine Rüstung an. Kann sein. Wow, wie krass. Ah, jetzt hängen sie schon an der Wand. Oh Gott, die können springen. Ah, leider nicht gut genug, Junge. Peng. Peng, peng, peng. Wow, okay. Jupp, okay. Wieder hoch. Jetzt gehen wir praktisch wieder durch den eigentlichen Weg raus. Peng. Und wie kommen die jetzt plötzlich hierher? Boah. Was war denn das für ein Geräusch? Ah, das war Energie. Hoppa, hoppa. Okay, okay. Okay. Mann, ist das ein langer Gang. Langer Weg, lange Treppen, was das immer. Was auch immer. Okay, so. So, und hier nach oben wieder raus. Wow. Jetzt. Und jetzt sind auch plötzlich Käfer da. Ich hätte jetzt fast gesagt, okay, die Kameras haben uns ja gesehen, da macht es ja irgendwie Sinn, ne, dass die jetzt vielleicht hier mal hergekommen sind, aber... Aua. Aber plötzlich die Igler sind auch wieder hier.
Sehen übrigens auch sehr hübsch aus. Aber naja. Oh, wir nehmen schon eine Zeit lang auf. Kleinen Augenblick. Wir beenden sofort hier. Zwischen diesen zwei Türen, aus denen wir uns jetzt... Halt, eigentlich sind es ja drei, oder? Gut. Wir nehmen zunächst mal die hier. Hier stellen wir uns hin. Freunde! Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch, auf dieses Let's Play. Auf dem Planeten Cebes erforschen wir jetzt nun weiter und suchen nach dem Baby Metroid. Bis dann.